Hallöchen, Freunde, und herzlich willkommen zu einer weiteren Runde. Oxygen not included bei den Numinaten. So, es ist gerade Abend, die Kollegen hier gehen alle ins Bettchen und wir können uns überlegen, was wir als nächstes planen. Denn wir haben ja hier unten eine kleine Expeditionstour gemacht zu unserem Salzwasser-Geysir und haben dann hier noch etwas freigelegt. Und es ist ein Eisenvulkan und dieser Eisenvulkan ist momentan inaktiv, also er wird wahrscheinlich dann irgendwann wieder aktiv. Und es wäre natürlich eine gute Methode, Eisen zu generieren, weil der hat immerhin 11 Kilo pro Sekunde. Für 50 Sekunden alle 1000 Sekunden. Das heißt, wir kriegen 500 Kilo. Alle 1000 Sekunden. Ist jetzt nicht so viel. Aber besser wie nix, würde ich sagen. Da werden wir uns auf jeden Fall noch mit beschäftigen, aber ich würde als allererstes versuchen, dass wir dieses Salzwasser hier nach oben bekommen, weil dieses Salzwasser hat auch, wenn wir hier mal gucken, das ganze Biom hier ist relativ warm. Hat auch eine gewisse Temperatur. Wir sind hier bei gut 40 Grad, 40, 45, irgendwo so dazwischen. Und ich würde gerne hier oben irgendwo einen Lagertank dafür machen, beziehungsweise hier so ein Lagerraum, um das Ganze ja, zu benutzen, zu verarbeiten, wie auch immer. Ich weiß nur noch nicht genau, wo ich das mache. Also ich würde gerne hier auf jeden Fall noch... Warte mal, ich guck mal ganz kurz. Was war denn jetzt schon wieder los? Sind die Leute sich wieder am Umbringen? Ich würde gerne hier auf jeden Fall noch zweimal für Tiere reservieren, falls wir da noch was brauchen. Wir haben übrigens, wenn du mal guckst, 32,3 Tonnen Kohle. Ich hatte mir das ja mal aufgeschrieben. Da waren es 18,9 Tonnen. Und wir haben in der Zwischenzeit eigentlich nichts mehr ausgebuddelt. Es sei denn, hier war, ja gut, hier war vielleicht noch so ein, zwei Stücke Kohle dabei. Aber nicht viel. Hier habe ich übrigens auch mal runtergegraben. Aber nichts Nennenswertes entdeckt außer Schleim. So, dann habe ich hier weiter gegraben, um hier hinten hinzukommen. Wo aber auch noch nichts entdeckt wurde, außer ein komischer Kasten mit Sohle. Ja. Und hier ist noch Sohle-Eis, was schmilzt. Allerdings ist das Problem, dass, wenn die Leute hier hinrennen, ja, man sieht das jetzt am Horseman, glaube ich, ganz gut. Der kann gerade so anfangen zu graben und muss wieder zurückrennen, um hier oben irgendwo Sauerstoff zu tanken. Also, wir sind schon hart an der Grenze, wo wir tatsächlich Schutzanzüge brauchen, weil sonst können wir nicht großartig weiter expandieren. Das macht dann keinen Sinn mehr. So, warte mal. Wer erstickt denn? Ja gut, die sind dann halt... Das ist ja, er kommt halt nicht mal mehr hin. Das ist das Problem. Deswegen brechen wir das jetzt mal ab. Wir haben hier auf jeden Fall ein bisschen was freigelegt. Jetzt machen wir uns erstmal Gedanken, wo wir mit der Geschichte... Warte mal, ich will mal kurz was ausprobieren. Wir brauchen mal einen Flüssigkeitsregler. Wie machen wir mal hier hin? Wer erstickt denn hier? Santali. Santali ist am Ersticken. So, dann machen wir das nämlich hier hin. Und gehen nämlich von dem hier drauf. Dann können wir nämlich regeln, ob das im Kreis rumpumpen, gepumpt werden soll. Und was wir auch noch machen müssen ist, wir müssen noch einen zweiten Regler bauen. Flüssigkeitsregler. Umgedreht. Hier hin. Weil wir müssen nämlich das, was von oben kommt, das können wir jetzt mal ganz kurz hier zerlegen. Müssen wir auch über einen Regler machen, dass wir das abschalten können. Bei Bedarf. So. Ich hatte übrigens, das hatte ich euch gar nicht gezeigt, hier oben die Etage, wo wir die gebaut haben, habe ich vergessen, das Wasser zu verlegen. Das habe ich zwischen einer Folge gemacht. Da ist es mir dann aufgefallen, dass die gar nicht funktionieren, die Klos. Aber hey. Wir kriegen hier tatsächlich auch ein bisschen Temperatur rein, ne? Also hier sind 15 Grad. Gut, das kommt auch hier mit 27. Oh, kommt schon gut temperiert hier an. Aber hat natürlich auch wenig Auswirkungen. Aber ist ja egal. So. Jetzt ist der Fall, dass hier das Wasser im Kreis gepumpt wird. Und wir hier tatsächlich teilweise Keime reinkriegen. Aber diese Keime halt verarbeitet werden. So, warte mal, der Wesley schreibt mir. Der Wesley wollte, der ist schon wieder heute, ist schon wieder so spät. Sage ich dir gleich. Okay. Wenn ich nehme ich alleine auf. Okay, nix. So, das heißt, wir sollten jetzt eigentlich so langsam hier auf 0 rauskommen. Das heißt, wir können hier
den schließen. Der ist offen, alles klar. Ich überlege gerade, ja, jetzt kommt ja natürlich wieder von oben was mit dabei, ne? Wir müssen den hier abklemmen, damit wir einmal komplett hier keimfreies haben, ne? Dann müssten wir das verarbeiten. Das heißt, wir müssten zwischen dem und dem auch noch einen Flüssigkeitsregler bauen. Können wir ja eigentlich machen, ne? Ist ja jetzt nicht so das Problem. Machen wir einfach mal so. Machen das so. Und so. Und das so. Nahrungsmangel? Da müssen wir uns unsere Nahrung wohl, haben wir ein paar Gramm Fleisch. Scheiße, wir müssen was anpflanzen. Ach du Kacke. Nahrung. Was haben wir eigentlich hier? Warte mal, Samen. Haben wir Wasserkraut? Samen, 5 Stück. Das ist nicht viel. Mehlholzsamen, Wasserkrautsamen. Ich muss da mal nachschauen. Oh, da zeige ich mir sogar, in welcher Lagerwelt. Ja, nice. Wir müssen mal ganz kurz gucken. Wasserkraut macht halt gut Nahrung. Das ist schon ordentlich. 22 Grad, das ist natürlich arg viel. Braucht Bleichstein und Salzwasser. Salzwasser hätten wir ja theoretisch, wenn wir das hier unten wegpumpen, ne? Aber das nützt uns auf die kurze Zeit jetzt nichts. Wir müssen was anpflanzen. Es nützt nichts. Ich würde gern... Aber es bringt mir nichts. Hier ist zu kalt. Scheißen Dreck. Cheat. Oder wir benutzen die Etage jetzt mal eben hier zum Nahrung herstellen. Dann können wir halt noch keine tollen Sachen bauen. Weißt du? Ist dann halt so. Ich kann es ja nicht ändern. Ah, ich habe übrigens hier diese Ecke mit Dingenskabeln fertig, ne? Also, weißt du Bescheid, wir haben hier schwer gehämmert. Durchgehend gehämmert. Warte mal, wo schließen wir den Spaß denn jetzt an? Eigentlich ist egal, ne? So, Strom. Die paar Watt hier, die gehen auf jeden Fall noch. So. Okay, jetzt müssen wir Nahrung anpflanzen. Es nützt nichts. So, hier, Barbecue muss einer herstellen. Macht mal Barbecue. Gibt's Nahrung? Ich brauche Nahrung. Kupfer. Wir nehmen uns auch Kupfer, weil wir können uns momentan keinen neuen Duplikanten leisten. Einerseits wegen der Nahrung, andererseits wegen dem Sauerstoff. Apropos Sauerstoff. Wir sind hier voll, ne? Wir müssten mal gucken, dass wir den Sauerstoff auch irgendwie verarbeitet kriegen. Puh. So, warte mal. Hier ist jetzt der Regler eingebaut, ne? Den machen wir jetzt mal auf 0. So. Und sobald die Keime raus sind, müssten theoretisch hier die ganzen Keime weg sein. Ich habe trotzdem so leichte Angst, dass da noch Keime drin sind. Flüssigkeitsfilter. Hm.
Machen wir hier mal ein bisschen Platz. Wo rennt ihr denn immer hin? Ihr versucht das hier unten zu kriegen, das Zeug, oder? Eieieiei. Ah, wir machen dann bald mal Schutzanzüge. Hinten habe ich übrigens auch aufgebuddelt. Da fehlt aber noch ein bisschen. Na, mal gucken. Wir haben mal, so ein bisschen Öl ist schon am Start hier. Tatsächlich, diese Ziegel, die wir hier gemacht haben, die sorgen eigentlich... Die machen eigentlich nicht viel, ne? Wenn du mal so siehst. Meine Hitze geht zwar ein bisschen raus. Irgendwie müssten wir die nutzen. Das ist ja schon eine geile Heizung, ne? Aber wie? Aber wie? So, Stationen. Nein, veredeln. Flüssigkeitsfilter. So, dann machen wir nämlich hier Sanitärrohr. Hier rein, da raus. So, Brücke. Zack. Zack. Strom. 4000 haben wir schon. Jawohl. Achso, das habe ich noch gar nicht geändert hier, ne? Ah, wir können ja mal so machen hier. Was habe ich hier eigentlich? Für einen Quatsch. Hier hängt ja auch gar nichts dran, oder? Nur der Kram hier. Das ist ja gar nichts. Das ist ja echt gar nichts. Mal das hier können wir zerlegen. So. Wir haben es ja wahr. Wir können ja jetzt hier mal richtig Kupfer raushämmern. Zack. Und was wir jetzt auch noch machen, ist, wir machen hier nämlich eine Station dran, ne? Eine Schutzanzugschmiede. Ich weiß noch nicht, wohin. Die muss auf jeden Fall an das Stromnetz. Weil alles andere macht keinen Sinn. Könnte ich auch hier machen. Wir machen sie hier. Egal. Bams. So. Oh. Also wenn ich es nicht besser wüsste, würde ich sagen, ich habe das Ding falsch rumgebaut. Also nochmal zerlegen. So wird ein Schuh draus. Und jetzt läuft das Ganze hier auch. Also wie es aussieht, sind hier keine Keime drin, ne? Ihr habt doch Probleme. Ihr habt doch Probleme. So, Schutzanzüge sind am Start. Beziehungsweise wir können welche bauen. So, dann würde ich sagen, wir machen erstmal 5 Stück. Das ist echt unglaublich, was ihr hier macht, ne? Oh, was ist mit ihm denn los, Martin? Ja, da würde ich sagen, da hat einer zu viel Moral, hä? Da hat einer wohl zu viel Moral. So, wir können mal wieder was verteilen hier, sehe ich gerade so. Mixe. Mixe müsste auch ausrasten hier mit 20 plus. Captain Facepalm, Pascal, der Papa. Der Papa. Was hatte ich denn mit dem Papa nochmal? Ich habe die ganze Zeit irgendwas mit dem Papa vor, aber irgendwie... Forschung. Papa war der Forscher. Der zweite. Baum. Baum. Baum, Baum.
Manuel, super duper schweres Graben. Dann können wir hier auch mal deinen Helm in super duper schweres Graben ändern. Wunderprächtig. Der Martin eskaliert richtig. Der braucht gar nicht mehr atmen. Hey. Wir haben jetzt auf jeden Fall Wasser am Start. Wir verarbeiten das jetzt. Wenn das alles verarbeitet ist, machen wir hier die Bude wieder dicht. Ach, hier hätte ich auch noch einen Flüssigkeitsfilter. Nee, das muss ich komplett abreißen, sonst kann ich das nicht im Kreis pumpen. Das ist also ein bisschen manuelle Arbeit. Aber dann haben wir jetzt auch noch was zu tun zwischendurch. Ist doch auch nicht verkehrt. So, forschen wir hier den Rest noch. So, und jetzt müssen wir hier auf jeden Fall pflanzen. So, weil Nahrung ist... Oh. Nahrung ist übel. Was haben wir denn an Tiereiern? Ein Hatchling-Ei. Gut, das ist das, was hier rumliegt. Ich bräuchte noch Wasserkrautsamen. Wasserkrautsamen, hier liegt einer. Oder wir müssen es halt einfach mal anpflanzen und dann vermehrt es sich ja. Aber 20 Grad, wo haben wir denn hier 20 Grad? Wir haben ja alles, aber keine 20 Grad. Sind wir so bei 15. Hier unten sind wir noch ganz schwer im Minus. So, wir müssen jetzt aber gucken, wo wir den Wassertank hinmachen. Ich würde sagen, wir machen hier eine Etage rein. Nee, machen wir nicht. Wir gehen hier nach rechts. Wir gehen hier nach rechts. Das wird der Wassertank. Ich denke mal, der ist groß genug, oder? Machen wir ihn so groß. Machen wir ihn so groß. So, dann machen wir hier direkt die Leiter hin. Machen wir hier eine Leiter hin. Mal schauen. Das sind 4, das sind 3. Das funktioniert ganz gut. So, hier buddeln wir auf. Das machen wir weg. Und hier wird gegraben. Freunde, Attacke. So, hier ist zu kalt. Ja. Ja. Aber in 16 Zyklen ist Ende damit. Dann ist hier wieder Temperation am Start. Da bin ich auch noch nicht so. Nahrungsmangel. Ich habe gerade eine Idee. Wie ist das eigentlich, wenn ich eine Pumpe baue? Pass auf, ich baue das mal hier. Ich zeige dir das. Ich baue eine Pumpe. Hier ist jetzt Wasser oder keine Ahnung. Dann baue ich Rohr komplett lang durch meine Base. Also keine Ahnung. Von hier so einmal hier unten rum und wieder zurück. Mache hier quasi einen Auslauf hin. Lass sie pumpen. Wenn das hier angekommen ist, reiße ich den Auslauf ab. Dann nehme ich... Nee, dann reiße ich das hier noch ab. Und dann ist da ja Wasser im Rohr. Und dann verbinde ich die Rohre. Fließt das Wasser dann im Kreis? Vielleicht mache ich noch irgendwo eine Brücke rein, einfach nur um die Richtung vorzugeben, quasi so. Weißt du? Funktioniert das? Das wäre quasi eine pumpenlose... Das wäre... Ja, früher gab es ja Schwerkraftheizung. Das hat ungefähr so funktioniert, durch Schwerkraft. Die Hitze steigt nach oben und dann zirkuliert das. Da gab es ganz früh in den Heizungsanlagen keine Heizungspumpen. Da war das alles Schwerkraft. Da wurde so 2 Zoll Rohr genommen, das wurde nach oben verlegt. Und dann wurde das so in kleinen Rohren nach unten verlegt durch die Heizkörper. Und durch die Schwerkraft ist das warme Wasser nach oben und dann hat sich das nach unten verteilt. Das hat funktioniert.
Haben alle einen warmen Arsch gehabt. So, und wir haben hier endgeil die Wasserproduktion. Ich befürchte nur, dass das hier schneller voll ist, wie das hier leer ist. Die scheißen zu viel. Oh, wir haben kein Dings mehr. Wir brauchen ganz schnell Algen. Vielleicht sollten wir in die Schleimproduktion einsteigen. Weil... Wo haben wir denn noch so Algenzeug? Oben hätten wir noch Algen. Aber da kommen die wieder nicht hin. Hat mir der Wesley geschrieben? Wesley, nein, hat er natürlich nicht. Aber Tusk hat gerade einen Kommentar geschrieben, da muss ich schon mal nachgucken. Unter Folge 11. Danke, Papa Dragon, fürs Retten. Also. Der Papa Dragon hat den Tusk gerettet. Jawohl, nice, ich darf Chefgräber machen. I'm a dwarf and I'm digging a hole. Hätte dann gerne den Butlerhelm. By the way, verteil mal die anderen Hüter auch. Den Butlerhelm hättest du gerne, Tusk. Oh, da muss ich ja nochmal nachgucken, ob ich dir den gegeben habe. Tusk. Dann kriegst du aber hier super duper schweres Graben-Butlerhelm. Bist ja jetzt mittlerweile Obergräber bei uns. Ja, natürlich nicht außer Acht zu lassen hier, ne? Also hier wird nichts unterschlagen. So, wir brauchen hier Algenfreunde. Buddelt. Oh, wir kriegen sogar noch kostenlos Sauerstoff hier. Ist das nicht cool? Wir haben schon 5 Salbe-Hatchlinge. Einer ist noch im Brüten. Das läuft. Das läuft. Unsere Kalorien laufen nicht so. Wir müssen auf jeden Fall, wenn der Biodrucker wieder angeht, gucken, dass wir was... Weil wir müssen hier... Warte mal, wir können hier noch... Können wir noch so ein bisschen von dem Zeug ausgraben. Haben wir hier noch irgendwo was? Nö. Das war's schon. Aber egal, das sind immerhin 12.000 Kalorien oder so, ne? 12.800. Das ist schon ein bisschen was. So, 5 Schutzanzüge fliegen hier rum. Nice. Nice, nice, nice. Gut, Freunde, ich würde sagen, wir machen Feierabend. Ich hoffe mal, bis jetzt sieht alles ganz gut aus. Wir sind zwar nahrungstechnisch, sind wir so ein bisschen am Knapsen, aber ich denke mal, spätestens wenn hier die erste Ernte anfällt, dann sind wir da wieder voll dabei. Ich schätze schon. Ah, Nahrungsmangel, ich weiß. Gut, Freunde, dann bis zum nächsten Mal. Macht's gut, haut rein und tschüss.